30. Zeugen melden, dass bewaffnete Männer einen Laden plündern. Officer, bitte nach Longacre. Hammerheads, Jungs. Es ist die Spinne! Auf sie! Jungs, der Laden für schmierige Gangster ist 2 Blocks weiter. Hammerhead will die gute alte Zeit zurückbringen. Sie war für niemanden gut, außer für ihn. Hammerhead meint es ernst. Er könnte das Gebäude hochjagen. Mal sehen, was das Bombenkommando weiß. Spider-Man, die Kerle jagen das Gebäude hoch, wenn unser Informant herauskommt. Wir können die Bomben aber auch nicht entschärfen. Keine Sorge, Officer. Zeigen Sie mir einfach die Richtung. Das Hauptgerät wurde identifiziert. Sobald du das deaktivierst, erhältst du den Schlüssel. Damit kannst du die anderen Geräte finden und deaktivieren. Verstanden. Ich sag Bescheid, wenn das Gebäude gesichert ist. Die Auslöser sind geschafft. Oh oh, Notsicherung auf Nebenbomben aktiviert. Der Zeuge ist in Sicherheit. Schön zu hören. Lasst mich wissen, wenn es nochmal Ärger gibt. Anscheinend ist eins der gestohlenen Gemälde hier irgendwo. Hier muss Hardy etwas versteckt haben. Noch ein Kunstwerk. Der Typ war ganz schön fleißig. Detective, ich habe noch ein gestohlenes Gemälde gefunden. Gute Arbeit. Wir können eine Menge Akten schließen, wenn wir damit durch sind. Wie ist Hardy überhaupt gestorben? Hat versucht, aus Rikers auszubrechen. Ist beim Schwimmen ertrunken. Aber jetzt können wir seine Beute zurückgeben. Und vielleicht erwischst du auch so die neue Black Cat. Stimmt. Was ich natürlich will. Ich muss los. Bis dann. Okay, ein paar sind noch übrig. Die ist deaktiviert. Ich muss die anderen finden. Okay, noch eine. Gerade rechtzeitig. Spider-Bots, ich liebe euch. Ich glaube, eins von Hardys alten Verstecken ist hier irgendwo. Achtung, Einheiten! Meldungen über Maja, die lokales Geschäft belästigt. Brauchen Verstärkung in Portside. Bitte bestätigen. Spidey! Hey! Oh mein Gott! Du bist...
Hier endet die Spur. Hey, Detective, ich habe noch ein Gemälde, das Sie abholen können. Danke, Spider-Man. Ich schicke sofort jemanden vorbei. Ich bin neugierig. Hatte Hardy Familie? Ja, eine Tochter, Felicia. Lass sie nicht sagen. Ich weiß, was du denkst. Sie könnte die neue Katze sein, aber ich habe sie überprüft. Nichts Verdächtiges. Sie wurde einfach noch nicht ertappt. Die Polizei hat letztes Mal Anzug und Ausrüstung gefunden, aber sie selbst ist die Mutter. Ich weiß nicht. Passt nicht ins Bild. Als ich Hardy verhörte, klang es, als würde er seine Tochter wirklich lieben. Als wollte er sie da nicht reinziehen. Tatsächlich. Gut zu wissen. Ich halte Ausschau nach weiteren Gemälden. Und so, als wollte Daddy nicht das Töchterchen in seine Totenspuren trifft. Die Mafia zu bekämpfen. Wie in einem alten Schwarz-Weiß-Gangsterstreifen. Nur die... Alle Einheiten, ein Hauptzeuge wurde als vermisst gemeldet. Die Matcha steht im Verdacht. Alle Officer bei Hell's Decks, bitte bestätigen. Im Kofferraum zu spielen ist nicht sicher, Jungs. Vorsicht, wir verlieren Leute. Halt durch, Kumpel. Anscheinend ist eins der gestohlenen Gemälde hier irgendwo. Muss das Baustellenzeug irgendwie umgehen. Alle Einheiten, Meldungen über große Geldübergabe, mögliche Fälschungen. Alle Officer bei Hell's Decks, bitte bestätigen. Detective, ich habe noch ein gestohlenes Kunstwerk gefunden. Ich sende Ihnen die Koordinaten. Gut gemacht. Du bist der neuen Black Cat schon begegnet, richtig? Warum? Arbeiten Sie auch an dem Fall? Nein, nur neugierig. Wie ist sie so? Kompliziert, frustrierend. Sie ist manipulativ. Aber sie hat auch ein gutes Herz. Sie beraubt nur Leute, die es sich leisten können. Oder die es verdienen. Und sie ist dir entwischt, hä? Mehr als einmal. Ich kann nur sagen, dass ich noch nie jemandem wie ihr begegnet bin. Ich kenne das Gefühl. Wir hören uns später. Ich lösch dich aus! Mafia und Geldfälschungen. Das eine kann nicht ohne das andere. Ich muss ab. Und bevor die Cops da sind, man weiß nie, wie sie auf mich reagieren. Anscheinend ist eins der gestohlenen Gemälde hier irgendwo. Die Beute muss hier drin sein. Detective, ich habe ein weiteres Gemälde gefunden. Gute Arbeit. Du brauchst deine Polizeimarke. Ich schicke jemanden zum Abholen vorbei. Sie sind doch Experte. Handelt diese neue Katze ähnlich wie die alte? Tja, sie nimmt sich offensichtlich Hardy zum Vorbild. Ihr Stil, ihre Technik und selbst ihr Wurfhaken sieht aus wie eine modernere Version von seinem. Stimmt, sie hatten ihre Ausrüstung ja mal in Verwahrung. Also stiehlt sie auch geistiges Eigentum. Genauer gesagt verbessert sie es. Sie hat Hardys Arbeit auf eine ganz neue Stufe gehoben. Klingt fast so, als bewundern sie sie. Wenn man den Job lange genug macht, erkennt man einfach ein wahres Talent. Klingt irgendwie so, als wärst du auch beeindruckt. Oh, wissen Sie, es ist, wie Sie schon sagten, Helden unter sich. Ich melde mich, wenn ich noch mehr alte Beute finde. Lokale Einheiten. Zeugen melden einen Überfall. Wahrscheinlich durch die Magier. Haben einen Vorfall beim Union Square. Bitte kommen.
Hammerheads-Leute verprügeln jemanden. Darf ich mitspielen? Es ist Spider-Man! Wie sich Spider-Man bewegt. Wow, Hammerheads-Leute haben ein unschlagbares Selbstbewusstsein. Ich glaube, eins der gestohlenen Gemälde ist ganz in der Nähe. Hier endet... Alle Einheiten, die Polizei verfolgt ein vermutliches Magia-Fahrzeug. Bitte in die Bauer... Detective! Ich schicke Ihnen Koordinaten. Noch eins von Hardys alten Gemälden. Vielen Dank dafür. Ich schicke sofort jemanden vorbei. Warum wollte die alte Katze aus Rikers ausbrechen? Gewaltfreier Einbruch, gute Chancen auf Bewährung. Hardy wurde ein bisschen überheblich. Die Magia wollte, dass er für sie arbeitet. Er sagte nein. So landete er auf ihrer schwarzen Liste. Auf der Liste steht man nicht gern. Vor allem, wenn man eine Familie hat. Die Magia weiß ihren Willen durchzusetzen. Habe ich schon bemerkt. Ich melde mich, Detective. Das ist wirklich dreist. Bis dann. Das hinterlässt Spuren. Ja. Auch ohne die... Die Kerle gibt's schon genug verrückte Fahrer auf den Straßen. Eines der gestohlenen Gemälde müsste hier irgendwo sein. Boah, sie haben einen Zivilisten im Kofferraum. Schaltet ihn aus! Solltet ihr nicht lieber Baseballkarten statt verschnürte Bürger tauschen? Ich muss das Auto stoppen. Wir müssen ihn abschütteln. Hey Jungs, berechnet ihr Fahrten im Kofferraum oder fahren Entführungsopfer umsonst? Danke. Ich glaube, ich habe eben meinen ersten Platz. Zum Glück bist du daheim wieder raus. Pass auf dich. Anscheinend ist eins der gestohlenen Gemälde hier irgendwo. Die Beute muss hier drin. Noch mehr Diebesgut. Hey! Oh, komm zurück, Vögelchen! Ah, Mist, ich muss sie kriegen! Hab noch ein Gemälde gefunden, Detective. Hardy hat sich clevere Verstecke einfallen lassen. Er war ein ganz schöner Fassadenkletterer. Offensichtlich. Wie haben Sie ihn geschnappt? Ich würde gern sagen, solide Polizeiarbeit. Aber wenn ich darüber nachdenke, hat er sich wohl eher schnappen lassen. Um der Magier zu entkommen? Er muss gewusst haben, dass sie ihn auch im Gefängnis kriegen. Klar. Aber seine Tochter konnte er am besten beschützen, wenn er sich aus dem Spiel brachte. Auch wenn das dauerhafter war, als er geplant hatte.
Hammerheads, Jungs. Nicht. Oh, ihr erledigt den Einkauf für Hammerhead. Hab dich! Die Mafia zu bekämpfen, wie in einem alten Schwarz-Weiß-Gangster. Streifen. Mal. Wenn das alles Falschgeld ist, seid ihr dann auch Falschgangster? Die Scheine sind gar nicht schlecht für einen Erstklässler. Über einen Kronzeugen der Magier. Haben einen Vorfall bei Grand Central. Ist da jemand? Gute Nacht. Nein, ist hier. Solltet ihr nicht lieber Baseballkarten statt verschnürte Bürger tauschen? Großartig. Die Polizei kommt bald. Leute haben jemand scharfe Anzüge fürs Gefängnis schick gemacht. Spider-Man ist hier! Gangster vermöbeln, das ist klassische Heldenarbeit! Die Spur. Alle Einheiten, Autobombe ist explodiert und weitere Bomben scharf. Brauchen Aufmerksamkeit. Glückwunsch, Detective. Sie könnten der Gewinner eines Teils von Walter Hardys Beute sein. Nichts für ungut, aber ich habe mir die Akten mal genauer angesehen. Einige Zeugen sagen, dass du und die neue Black Cat gemeinsam gesehen wurden. Was hat es damit auf sich? Sie sagte, sie wollte sauber bleiben und ich glaubte ihr. Ich versuchte, sie auszubilden und sie tat viel Gutes. Für eine Weile. Doch alte Gewohnheiten sind hartnäckig. Ich bekam den Tipp, dass sie von den Gaunern stahl, die wir ausgeschaltet hatten. Ich fand die Beute bei ihr. Du wusstest, wo sie wohnt? Hatte das berufliche Gründe oder steckte mehr dahinter? Das wird mir gerade etwas persönlich, Detective. Schon gut. Ich mach nur meinen Job. Ruf mich an, wenn du noch was findest.
Okay, ein paar sind noch übrig. Die Infrarotzünder der Bomben werden als hellblinkende Lichter angezeigt. Die ist deaktiviert. Ich muss die anderen finden. Hab sie. Auf zur letzten. Das Bombensignal wird schwach. Ich sollte zurück. Beeilung. Die Zeit läuft. Gerade rechtzeitig. Echt knapp. Hammerhead macht ernst. Hammerhead hat wohl die Bombengewohnheiten der Dämonen übernommen. Ich muss mit den Cops reden, bevor ich reingehe. Will Hammerhead noch einen Zeugen zum Schweigen bringen? Ganz bestimmt. Schaffst du es, das Hauptgerät und die Nebengeräte zu deaktivieren? Klar, ich sag Bescheid, wenn ich fertig bin. Jetzt bloß keine... So, der Schlüssel. Oh nein, die Nebenbomben sind scharf geschaltet. Ich muss schnell zu ihnen. Achtung, Schützen! Entschärft. Zeit, meinen Scharfschützenfreunden Hallo zu sagen. Verstanden. Ich mache nur meinen Job. Ich glaube, eins von Hardys alten Verstecken ist hier irgendwo. Die Beute muss hier... Lokale Einheiten. Verstärkung bei Verfolgung eines flüchtigen Magia-Fahrzeugs. Hab noch was gefunden, Detective. Hardy hatte genug, um ausgesorgt zu haben. Er tut mir schon fast leid. So wie es lief, ist es wahrscheinlich zum Besten. Eine Leiche? Ein kleines Kind ohne Vater? Glauben Sie mir, das ist nie gut. Wenn die Magia es auf einen abgesehen hat, Hardy ist tot, rettete die Bogen. Während er und sein Kind einfach verschwunden, hätte die Magia nie aufgehört, sie zu jagen. Hätte als Kronzeuge auftreten und Zeugenschutz beantragen können. Die Magia kriegt dich überall. Nur manche kannst du nicht. Also, meinen Notizen zufolge fehlt jetzt nur noch ein Gemälde. Ich lasse Sie wissen, wenn ich es finde. Noch mehr? Für Verbrecher haben die wirklich viele soziale Kontakte. Der Boss will seinen Kopf! Das Mafia-Leben ist schön. Schnelle Autos, fliegende Kugeln und Zeit im Gefängnis. Thank you.
Alle Einheiten, ein Hauptzeuge der Magia wurde Berichten zufolge entführt. Haben einen Vorfall bei der Carnegie Hall. Ich schaffe dich in den Boden! Hey, ich kann mich nicht bewegen! Los zum Auto! Los, los! Mist, das Opfer ist noch im Kofferraum. Wir müssen ihn abschütteln. Dieser Taxidienst entspricht aber nicht den Vorschriften. Der Kerl liegt im Kofferraum. Ich muss da... Ja. Hilfe! Ich bin im Kofferraum! Zum Glück bist du da heil wieder raus. Pass auf. Ich glaube, eins der gestohlenen Gemälde ist ganz in der Nähe. Meine Kinder lieben. Noch mehr Diebesgut. Detective, ich glaube, ich habe das letzte Versteck gefunden. Sonst noch Spuren, die ich prüfen sollte? Nein. Das ist das letzte Stück von Hardys Vermächtnis. Ich kann dir nicht genug danken, Spider-Man. Ich helfe gern, Detective Mackie. Und hey, du hast recht, was die neue Katze angeht. Pass auf sie auf, okay? Es würde mir viel bedeuten. Okay, das war komisch. Was hat er damit gemeint? Ich rufe lieber zurück und frag nach. Die von Ihnen gewählte Rufnummer ist nicht verfügbar. Das ist ja noch komischer. Ich sollte im Revier vorbeischauen. Hey, ich suche nach Detective Mackie. Mackie? Noch nie gehört. Ein älterer Herr mit Schnurrbart? Du bist im falschen Revier. Oder jemand hat sich einen Spaß erlaubt. Ja, jemand hat sich einen Spaß erlaubt. Detective Mackie, oder sollte ich lieber Walter Hardy sagen? Hey, verurteil mich nicht. Ich tat, was ich tun musste. Ihre Tochter hält sie für tot, verstehen Sie? Und das sollte sie auch weiterhin tun. Um ihretwillen, okay? Okay? Sie haben mich reingelegt. Warum sollte ich noch was für Sie tun? Weil du ein guter Mensch bist. Kümmere dich um mein kleines Mädchen. Ich bin so naiv. Ich sollte lernen, so herzlos und zynisch wie alle anderen zu sein.